So, und willkommen zu dem kleinen Vergleichstest zwischen der Logitech C920 und der Microsoft Livecam HD. Als erstes fangen wir an mit der Microsoft Livecam und da würde ich dann so aussehen. Also ihr seht hier ziemliches Rauschen, auch hier am Schrank. Also da so im Bereich. Ziemliches Rauschen hier. Und der Fokus ist auch nicht der beste. Ich halte jetzt mal die Bedienungsanleitung von der Webcam in die Kamera. Und ihr sollt einfach mal den Schriftzug hier fokussieren. Wackeln ein bisschen, sorry. Oder machen wir es mal anders. So. Also ihr seht, das ist jetzt ziemlich gut an sich die Auflösung. Aber ihr seht, die hat echte Fokusprobleme. Will nicht. Der ist schön scharf hier, die Anleitung. Aber ich Fokus hier. Ups, bin ich gegen das Mikro gekommen. Hallo. Muss man immer selber machen. Meine Güte. Ja, so ungefähr. Müsste gehen. Gut. So. Dann noch mal hier die Logitech und ihr seht schon sofort viel besser. Ich halte jetzt mal in die Kamera. Sofort scharf und ich bin auch sofort wieder scharf. Also hier nochmal der Schriftzug. Fokussiert. Und jetzt wieder ich. Zack, fokussiert. Und jetzt zum Vergleich beide. So. Also ihr seht, was das für ein deutlicher Unterschied ist. Hier habt ihr überall Bildrauschen drin. Hier habt ihr gar nichts. Also das ist wirklich komplett ja, rauschfrei. Ein ganz bisschen vielleicht. Aber an sich ein viel klareres, helleres, kontrastreicheres Bild als hier bei der Livecam. Dann hänge ich gleich auch noch mal eine Soundaufnahme dran, die ich mit beiden Mikrofonen machen werde. Als erstes wird die Logitech C920 kommen und als zweites kommt dann hier die Microsoft Livecam. Oder vielleicht mache ich ein kleines Video, wenn das hier klappt. Weil der nicht ganz will. Nee. Ihr seht's, der möchte irgendwie nicht. Foto funktioniert. Auch nicht mehr. Gut. So soll's sein. Ja, ich hänge gleich noch eine Audioaufnahme dran. Und dann könnt ihr auch mal die Mikrofone hören, welches euch da mehr anspricht. Aber an sich, ja, finde ich das von Microsoft besser. Aber ist nur meine Meinung, oder? Wir werden es gleich sehen. Also, ich mache jetzt hier nochmal ein kleines Video und dann könnt ihr mal die Audioaufnahme hören, wie das Mikrofon ist. Die Webcam steht jetzt circa einen halben Meter auf meinem Monitor oder auf meinem Fernseher. Also immer noch der gleiche Abstand wie gerade auch.
Mikrofon Lautstärke ist halbe Stufe, 50%, das reicht. Denn das Mikrofon ist wirklich sehr empfindlich. Und hier könnt ihr halt noch ein paar Einstellungen festlegen, die jetzt aber an sich nicht so wichtig sind. Könnt ihr ein bisschen einzoomen. Auch wieder raus. Gut. Ich habe noch ein paar Effekte. Kann man das nehmen? Oder das? Ja, sieht scheiße, schrecklich aus. Okay. Gut. Das war die Audio- bzw. Videoaufnahme der Livecam. Und jetzt folgt die der Logitech. Bis gleich. Gut, hier habt ihr jetzt die Audio- bzw. Videoaufnahme der Logitech C920 HD Webcam. Und ja, mit der Logitech Software, das klappte gerade nicht ganz so gut mit dem Video. Die hatte irgendwie ein Bildrauschen drin. Deswegen habe ich es jetzt über mein Render- und Videoschnittprogramm gemacht. Das kann das auch. Ist natürlich ein super Teil. Und nennt sich PowerDirector 12. Ist ein tolles Programm, kann man sehr viel mit anfangen und rumspielen und bearbeiten und so weiter. Gut, also ihr seht und merkt ja auch schon, die Qualität ist deutlich besser. Ich habe jetzt hier Licht angemacht im Zimmer. Ist ziemlich dunkel jetzt langsam. Wir haben schon 7:45. Naja, auch nicht so schlimm. Okay, ich hoffe, euch hat das Video und die Videoreihe zu der Logitech Webcam gefallen. Und ich würde mich dann freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, mich abonniert. Das könnt ihr übrigens da oder hier unten tun. Da steht der Abonnieren-Button. Liken gibt es natürlich auch da. Kommentare schreiben ist auch erlaubt. Und ansonsten einfach weiter meine Videos schauen, denn es werden noch viele, viele Videos kommen. Falls ich das noch nicht gemacht habe, vielleicht auch hierzu. Na, Touch 3100. Von Aerocool ist eine, ihr seht's, Lüftersteuerung. Da kommt auch noch etwas zu. Video, Unboxing, Review und so weiter. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt und sage, schau, man sieht sich.